Liebe Community, herzlich willkommen zurück zum Flight Simulator 2020. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr bei der 8. Episode dieses wunderbaren Let's Plays dabei seid. Heute sollte eigentlich ein Video kommen, wie wir mit dem Airbus A320 von Köln nach München fliegen. Mit dem ganzen Programm, mit Flyplan, alles. Ich hatte alles eingestellt, doch dann ist etwas Seltsames passiert. Check, ob alles in Ordnung ist. Labs Stufe 1, Park and Break ist gelöst. Flugroute ist drin, Abfahrt. Abfahrt oder Abflug, ja. Man muss ja noch die Bordansage kommen hier. Okay, wir sind oben. Fahrwerk rein. Ja, ich weiß. Du hast mir der falsche Dings gesagt. Pfeiler hoch. Langsamer werden. Flaps rein. Overspeed. Wie können wir denn Overspeed haben? So. Da starten wir über das wunderschöne bergische Land. Köln. Ist irgendwo da hinten. So, jetzt pass auf, Leute. Jetzt kommt ein Phänomen. Das verstehe ich zum Verrecken nicht. Also, ich habe meinen Flugplan eingegeben. Sobald ich jetzt den Autopiloten starte, passieren seltsame Sachen. Ich starte ihn einmal nur kurz und deaktiviere ihn wieder, okay? So, pass auf, er ist gestartet. Und jetzt guckt euch mal den Steigflug an. Aber warte, den beenden wir nochmal. So. Ich fliege das noch manuell, weil ich hier mal reduziere. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt können wir langsam hier. Und warum? Das, jetzt pass auf. Jetzt macht das Flugzeug einen so massiven Rechtsknick. Das Flugzeug fliegt nicht nach Flugplan. Seht ihr? Aber warum? Schaut euch das an. Guck. Er ignoriert den Flugplan. Und ich verstehe zum Verrecken nicht, warum. Ich lenke mal wieder ein. Das ist etwas, was mir die ganze Zeit ein bisschen Bauchschmerzen macht. Und vielleicht hat irgendjemand von euch eine Ahnung, woran das liegt. So, wir stellen das mal auf. Zack. Das ist strange. Er ignoriert komplett den Flugplan. Und will schon wieder nach rechts neigen. Aber warum? Jetzt mache ich es mal manuell. So, die Geschwindigkeit reguliert der Airbus gerade selber. Huch, da haben wir aber auch nicht Seitenwind gehabt. Das verstehe ich einfach nicht, warum er das nicht macht. Ruder falsch eingestellt oder was? Ist irgendwas falsch eingestellt? Die Trimmung? Das ist strange. So, ich aktiviere den jetzt. Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich aktiviere ihn jetzt nochmal. Wir versuchen jetzt mal zu gucken, ob er das jetzt macht. Er nimmt die Route halt gar nicht an. Er nimmt das gar nicht an. Aber warum? So, und jetzt will er wieder nach rechts. Das verstehe ich einfach die ganze Zeit nicht. Warum? Guck mal. Das ist mega seltsam. Ich habe mir so viele Tutorial-Videos dazu angeguckt. Der will einfach nicht, der Junge. So.
Dann versuchen wir die Waypoints manuell abzufliegen. Anders kann ich es nicht machen. Dann fliegen wir erstmal durch die Wolken. Ich versuche jetzt erstmal wieder auf den Plan zurückzukommen. Auf unsere reguläre Strecke. Wir haben hier die ganzen Waypoints. Alles ist gesetzt. Aber das Flugzeug macht einfach nicht mit. Ich weiß leider nicht warum. Also der Autopilot, der hat gar keinen Bock. Nicht mal das zu regulieren, wie schnell er fliegen soll. Gar nichts. Ich aktiviere es jetzt gerne nochmal. So. Ich lass jetzt einfach mal. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Ich zeige euch das jetzt in einem Video, was jetzt passiert. Guckt euch das an. Wir stürzen jetzt gleich ab. So, die Geschwindigkeit hält er schon mal. Das ist gut. Aber jetzt guckt euch diese Neigung an. Warum? Guckt euch das an. I don't know. Ich habe keine Ahnung. So, wir verlieren jetzt gleich an Höhe, weil wir abstürzen. Ich wollte das einfach mal auf YouTube hochladen, um es zu verstehen. So, pass auf, das Flugzeug, das ist komplett... Guckt euch das an, den Lenk... Also den... Was passiert da? Ich habe vielleicht die Hoffnung, dass er jetzt einmal eindreht und dann versucht, den Kurs aufzunehmen. Wir gucken mal. Kann mir ein Mensch das erklären? Wie dem auch sei, habe ich mir nun überlegt, ich fliege eine Runde mit euch gemeinsam von Düsseldorf nach Köln im wunderschönen Regen. Wir werden das Wetter gleich ein bisschen ändern, aber ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, wie ein Start im Regen aussieht. Weil Wetter spielt beim Flugsimulator eine wichtige Rolle und da kommt gerade eine Maschine angeflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund seht. Wir können eigentlich noch warten, ob die jetzt hier gleich in Düsseldorf landet und wie die landet. Können wir einfach mal ganz kurz gucken. So sieht es im Cockpit aus gerade. So, wir können mal schauen, sehen wir sie von hier aus? Die müssen wir eigentlich sehen. Warte mal, die müsste... Ja, ich würde gerne auf die Maschine warten. Das Tolle ist auch übrigens, dass unser Pilot, also ich bin ja gerade euer Pilot, einen wunderbaren Kopf hat, den er komplett einmal drehen kann. Professor Eule ist an Bord. Also warte mal, wir gucken mal. Das müsste jetzt... Oh, jetzt gleich müsste es kommen. Da sehen wir schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt ein Flieger. Was ist denn das für eine Airline? Oder für ein Flugzeug an sich? Bei den schlechten Witterungsverhältnissen, ich weiß gar nicht... Oder landet der überhaupt hier? Ja doch, da, ich sehe da schon langsam mehr. Man erkennt gar nichts. Scheint ein Airbus zu sein. Okay. Alles klar. So, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wir werden in diesem Flug mal ein bisschen mit den ganzen Sachen rumprobieren, dass wir unter anderem auch mal nachts einstellen und so weiter. So. Dann mal los mit dem kleinen Drecksack hier. Dann mal los mit dem kleinen Drecksack hier. Oh, 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 oh. Oh, jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Alter Schwede. Oh mein Gott, ist das windig. Holy fuck. Wir fahren weg rein. Ah, das war eine ruckelige Angelegenheit. So sieht das Ganze im Cockpit aus, wenn es regnet. Oh, da unten macht sich gerade eine Maschine auf dem Weg. So sieht's aus, wenn es regnet, Leute. Alter. Wow. So, ich versuche mal ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Wir werden das Wetter aber gleich noch umstellen. Keine Sorge.
Ich glaube, das liegt langsam am... Also, ich habe bei jedem Flugzeug das Problem, dass die Maschine sich immer nach rechts neigt. Pass mal auf, jetzt guck mal. Ich lenke nicht gar nichts. Jedes Mal. Oh, fuck, Alter. Die gute alte Beechcraft, die ist aber richtig am Schleudern gerade. Ich würde so reiern, wenn ich hier drin sitzen würde. Meisberg Airfield. Meisersberg Airfield. So, aber jetzt haben wir ein bisschen bessere Sicht langsam. Ja? Interessant. So. Okay, unser Ziel ist Köln. Wie man das anhand der Navigation rechts sehen kann. So, dann drehen wir mal ein und werden das Wetter jetzt mal ändern. Machen jetzt mal Broken Clouds. Broken Clouds. Wo sind wir? Ach so, sind wir da gar nicht. So. Eieiei. Okay. Ich würde immer noch gerne den Sitz höher stellen. Ich muss mir das echt mal anschauen, wie das geht. Okay. Ja, also ganz kurz, würde ich ganz kurz einmal erklären, was passiert ist. Also ich bin mit dem Airbus A320 gestartet, hab den Flightplan angegeben, der war dann auch komplett. Da gab es keine Fehler drin gesehen oder sowas. Und ich habe das auch nach realen Daten dann abgenommen und das war dann letztendlich auch so, dass das Spiel das auch übernommen hat, der Simulator. Und dann bin ich gestartet und das Flugzeug ist komplett nach rechts weggedriftet und dann sind wir abgestürzt. Habe ich nicht verstanden, warum. Autopilot war alles aktiviert und so weiter. Das war ganz, ganz strange. So, jetzt machen wir gleich mal einen Rundflug über Köln. So, dann geht's ein bisschen hier rüber. Jetzt wechseln wir gleich mal auf Nacht. Sieht schon echt toll aus. Es sollte man Nacht einstellen, genau. So sieht's nachts aus, wenn man fliegt. Es sieht schon echt beeindruckend aus. Wir müssen jetzt hier leicht rüber. Beim Dunkelfliegen ist aber auch so eine Sache, ne? Bloß die Tatsache, dass es ja noch bewölkt gerade, aufgrund der Tatsache, dass wir hier, warte, können wir das Wetter ändern? Haben wir mal hier Skies. Wow! Alter, was ist denn mit dem Simulator los? So sieht das Ganze nachts aus, Leute. Guckt euch das mal an. Oder? Also ich find's echt mega. So, Köln müsste gleich langsam kommen. Könnt ihr mal versuchen, im Dunkeln zu landen? Das, also ich sollte lieber im Hellen landen, weil im Dunkeln habe ich es. Ich kriege das Landen ja an sich nicht mal hin. Oder? Da vorne ist ein größerer Airport. Es könnte Köln sein, oder? Das Köln da vorne? Muss doch eigentlich Köln sein. Jetzt wundern, wenn es nicht Köln wäre. Mhm. Gilt es herauszufinden, Chat. Ist das Köln? Oh, irgendwas fliegt hier parallel mit uns. EDDKL. Ne, EDDK. Das muss Köln sein. Ja, da vorne ist Köln.
Okay, dann haben wir uns eigentlich sehr gut ausgerichtet. Aber wir wollen ja Köln tagsüber sehen, deswegen ändere ich das Wetter mal wieder. Oder die Uhrzeit. So. Da ist Leverkusen. Wer kennt's nicht? Leverkusen. Ich werde mal ein bisschen langsamer, damit wir ein bisschen gleich in den Sinkflug gehen können. Also manchmal finde ich es ein bisschen, die Steuerung ein bisschen zu wild. Dann hast du so ein Leck und dann zappelt das ganze Flugzeug auf einmal, aber schauen wir mal. So, ich gehe mal ein bisschen runter. Damit wir ein bisschen an Höhe verlieren. Über welche Seite kommen wir denn jetzt rein? Sehen wir den Dom jetzt? Müssten wir eigentlich. Wenn wir über Leverkusen kommen, müssen wir eigentlich den Dom sehen. Da ist der Kölner Dom. Genau, da machen wir so einen Knick und fliegen über den Kölner Dom mal. Lass mich in Ruhe. So, pass auf. Jetzt seht ihr das wunderschöne Köln. Und der nächste Flug würde praktisch über München gehen. Hättet ihr Lust darauf? Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da, Chat. Ich finde nur, diese Standardsitzposition ist viel zu niedrig. Man sieht viel zu wenig. So. Oh mein Gott, wie viel über Düsseldorf los ist? Hört ihr den Punk? Köln Kathedral. Ach ja, Heimat. Gute alte Heimat. So. Da ist es, Köln. Die Stadt der Gamescom, die dieses Jahr nicht stattfindet. Links auch das Messegelände, das RTL-Gelände, Deutzer Bahnhof. Nice. Kölner Hauptbahnhof. Da ist der Kölner Dom, Alter. Guckt's euch an. Nur die Hohenzollernbrücke ist im Wasser. Na gut. Hier, guck mal. Es gibt keine Zugverbindung mehr. Auch die Schiffe sind teilweise unter Wasser. Ja. Da, der Messeturm. Hier, Gamescom-Gelände, Leute, wo wir jetzt drüber fliegen. Genau, hier findet immer die Gamescom statt. Deutz unter uns. Ja, da tummelt es immer hier. Lanxess Arena müsste auch irgendwo hier sein. Wo ist denn die? In die Lanxess Arena. Hätten das Siebengebirge? Ich muss ein bisschen schneller werden, sonst klatschen wir gleich auf. Ach, hier. Oh mein Gott. Was ist denn mit der Lanxess Arena passiert? Huch. Ist ein bisschen platt. Die ist ein bisschen platt. Da kann ja mal passieren. Ich muss ein bisschen schneller werden, sonst klatschen wir gleich auf. Ich möchte ungern in den Kölner Dom reinfliegen. Oder in das Gebäude.
Ja, die Brücke hat's geschafft, aber die wichtigste Brücke, eigentlich das Merkmal, einer der wichtigsten Merkmale von Köln, hat's nicht geschafft. Der Kölner Dom, Leute. Toll. So, dann versuchen wir jetzt mal. Und der Turm fehlt auch, ne? Wo ist denn jetzt der Mediapark-Turm? Der Köln-Turm? Ach, hier, links. Aber so sieht der auch nicht aus. Und, ja, gut. Ja, also, man merkt halt, alles 1:1 ist irgendwie nicht da. Ne? Aber mal interessant, das zu sehen. So, jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen höher wieder, um in Köln zu landen. Können wir eigentlich über den Winkel hier anfliegen. So. Okay. Es ist da leer, sehr, sehr wackelig hier drin. Ich mache immer gerne bei Landungen die Facecam an, weil ich weiß, dass ihr das so gerne mögt, mein Gesicht zu sehen, wenn wir aufklatschen. Ne? Ja. Da unten Deutz. Oder der Bahnhof da. Es gibt tatsächlich sogar mein Haus im Spiel, habe ich schon gesehen. Zeigt doch mal alle, wo ihr wohnt. Oh, man müsste mal gucken, ob das Phantasialand hier im Spiel ist. Wie das von oben aussieht, das wäre bestimmt auch lustig. So, machen wir gleich einen Linksknick und dann nach rechts. Da vorne ist Köln-Bonn Airport. Wir könnten die linke Landebahn nehmen. Ich hoffe, ganz ehrlich, Leute, ich weiß, dass ich kein guter Pilot bin, weil ich, ehrlich gesagt, ein sehr casual-lastiger Spieler bin im Flugsimulator. Aber ich hoffe, dass euch die Videos gefallen, wenn wir so ein bisschen rumfliegen und ein bisschen uns Sachen angucken. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen und über ein Däumchen nach oben. So, da haben wir Köln-Bonn Airport. Das ist eigentlich eine gute Ausrichtung. Ja. Warum soll ich denn auf 9000? Ich bin jetzt im Landeanflug, lass mich in Ruhe. Fahr weg raus. Langsamer werden. Labs. Verwackelt das denn immer so? Guck mal, immer geht das Flugzeug nach rechts, egal welche Maschine. Das fuckt so ab. Warnerheide. Oh, wir sind alle Puppies sind rot. Das heißt, wir sind viel zu... Fliegende Landeanflug ist voll falsch, aber egal. So. Das lernen wir alles noch. Niemand. So. Soll mich mal in Ruhe lassen. Eigentlich sieht das voll gut aus. Noch mit dem Ruder ausrichten. So. Ja, ich brauche ein bisschen Schub, sonst sind wir zu langsam. Jetzt runter. Langsamer. Sachte, sachte, sachte. Ganz sachte. Oh, was ist das denn? Ey, das ist zu sensibel eingestellt, die Steuerung. Komm, ich schau mal, wenn wir mit Joystick fliegen. Das müsste... Ah, komm, komm. Mal keine Ryanair-Landung. Oder doch. Komm. Oh, ey.
Ja? Wird besser. Bremsen? Kommen in Köln, Leute. Bremsen? Ja, physikalisch muss am Spiel echt noch einiges gemacht werden. Seht ihr das, wenn ich bremse? Dann glitscht das so in den Boden. Aber wir sind in Köln! Und wir haben ein bisschen Köln gesehen. Puh! Ich habe jetzt extra die Facecam ausgemacht, weil ich wollte euch die komplette Experience doch geben. War besser, oder? Vom Flugzeug her, ne? So. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Heute gibt es noch ein weiteres Flugsimulator-Video. Lasst euch mal überraschen. Bis später und vielen Dank fürs Zugucken, wenn ich jetzt hier in Köln rumeier. Ich gehe jetzt erstmal schön ins Intercity-Hotel, gönne mir schön leckere Cola, Frühkölsch und denke an euch. Ich hab euch lieb, Leute. Bis zum nächsten Video vom Flugsimulator 2020 hier auf meinem YouTube-Kanal. Haut rein, macht's gut und genießt noch zum Abschluss diese wunderschöne Sonne.